Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Genau gesagt, Shivering Isles. Und beim letzten Mal hat sich der gute Shogurat dann doch letztendlich verabschiedet und ist zu Jiggerlack geworden. Wo er jetzt gesprochen ist, keine Ahnung. Sicher ist nur, dass wir den Stab von Shogurat wiederherstellen müssen, um der neue Prinz des Wahnsinns zu werden. Und somit dann auch Jiggerlack aufhalten zu können. Und ja, genau das wollen wir heute tun. Aber erstmal möchte ich gerne, dass es Tag wird, damit wir was sehen. Oh. Ansonsten, na, das Let's Play dauert auch nicht mehr lange. Also die Shivering Isles nähern sich dem Ende und ich habe ja gesagt, nach den Shivering Isles ist erstmal Schluss mit Oblivion. Also ich spiele es wirklich gerne, aber danach einfach nichts mehr zu tun, was für uns wirklich eine Herausforderung wäre. Und da das wirklich nicht so coole Quests sind, die man dann machen könnte, irgendwelche Gildenquests, die sind hier einfach nicht so berauschend. Götterquests haben wir gemacht. Also es gibt einfach keinen Quest mehr, wo ich sagen würde, der lohnt sich, den zeige ich. Aber das Endermeister of the Nine ist, seien wir ehrlich, total langweilig. Und ich weiß, ich könnte es jetzt noch modden wie Hölle, aber nein. Ich habe auch schon was anderes in Planung. Was ist das, verrate ich nicht. Ansonsten. Ist noch nicht gesehen. Alter, wieder viel abgeht. Okay, wie auch immer das Vieh gerade gestorben ist. Ansonsten, wer es noch nicht gesehen hat, kann ja mal bei Dungeon Defenders reinschnuppern. Meiner Meinung nach auch sehr lohnenswert. Ich würde es da noch ein kleines bisschen dauern, bis der nächste Part schon, weil ich mir erstmal noch ein Headset besorgen muss. Weil ansonsten haben die anderen ein sehr nerviges Echo. Aber ich habe schon ein weiteres Projekt in Planung, was nach Oblivion kommen soll. Und schauen wir mal. Und ansonsten ist ja immer noch Arcania offen, wo ich echt mal wieder was aufnehmen müsste. Gut. Genug darüber, wir werden jetzt in den Messerspitzschlund gehen und mal schauen, ob wir das Geheimnis von Shogurats Stab lüften können. Und erstmal rüsten wir wieder eine Fackel aus. Ach ja, sollte es zu FPS-Einbrüchen kommen, dann liegt das daran, dass ich im Hintergrund downloade. Nicht wundern. Schade, ich hatte auf den Wurzelbau gehofft und stattdessen. Na, komm doch her. Hey! Euer Gnaden, ich habe auf euch gewartet. Die Ereignisse dieses Tages, wie die aller Tage davor und danach, sind mir bekannt. Für Dyos und Myteria gibt es keine Überraschungen. Sheogorath ist gefallen. Und ihr sucht nach Mitteln, die Machenschaften des Prinzen der Ordnung zu vereiteln. Ihr sucht den Thron des Wahnsinns. Jedoch darf kein Sterblicher ohne den Stab den Thron besteigen. Deswegen seid ihr hier in meinem Gefängnis. Ihr wollt den ersetzen, der mich hier eingeschlossen hat. Wenn ihr den Platz von Sheogorath einnehmen wollt, dann fragt mich, was ihr wollt. Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen, aber die göttliche Essenz muss anderswo gefunden werden. Aber die Apotheose ist keine einfache Angelegenheit, und die Herstellung des Stabs ist keine einfache Aufgabe. Ich benötige zwei heilige Gegenstände, um sie zu vollbringen. Okay, wäre jetzt auch so einfach gewesen. Die Shivering Isles bergen viele Geheimnisse, aber nur wenige wurden noch nie von sterblichen Augen gesehen. Der Stab ist ein Werkzeug von großer Vision und verlangt daher das Auge von jemandem, der eines dieser verborgenen Geheimnisse selbst gesehen hat. Ziirta bewohnt die heulenden Hallen von Mania. Sucht sie auf und bringt mir das Auge, das gesehen hat, was kein anderes je erblickte.
Okay. Die Bäume und Zweige dieses Reiches nähren sich von einer tiefen Quelle des Wahnsinns und des Mysteriums. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milcha. Milcha ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt, der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet. Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. Okay. Klingt relativ simpel. Wir sollen also irgendein Auge beschaffen und irgendein Baum, Zweig, Gedöns. Also in Milcha waren wir ja schon mal. Und ja, dann kriegen wir einen Stab und dann müssen wir noch irgendwo die göttliche Essenz herkriegen und ich glaube, dann kommt der finale Kampf. Irgendwie sowas. Milcha und... Wir gehen erstmal nach Milcha, weil das haben wir schon entdeckt. Ich werde jetzt auch einfach durchrushen. Ich habe keine Lust, wirklich die Gegner zu kloppen. Ich möchte einfach, einfach diesen verschissenen Stab haben und dann... Hey! Hey! Okay, verstehe, das ist oben auf dem Baumstamm drauf. Oder auch nicht? Ah, hier. Es scheint ja nur einen Weg zu geben, dann gehen wir den mal. Ich bin bereit zum Sterben. Ihr auch? Und selbst bekämpfen, okay. Dann sollten wir auch unser bestes Schwert ausrüsten. Ihr seid meine nächste Truppe! Tauge nicht! Machen wir es gleich. Abwehr und Angriff. Mein Schwert im Rachen! Krass. Okay. Ich hab nur was. Okay. Das war jetzt relativ easy. Ja, doch irgendwie easy. Wir kommen hier raus, cool.
echt cool, dass jetzt so ein Teleporter eingebaut wurde. Macht das Ganze nämlich einfacher. Also führt uns zu den Hallen von Mania, oder? Oder ich, nee, die doch. Hallen von Mania? Nee, heulende Hallen, oder? Ach, egal. Wir gehen einfach. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht eine größere Sache wird in Milch, ja? Zum Glück nicht. Freut mich. Ich hoffe, das andere geht jetzt genauso schnell. Und ich brauche jetzt nicht nochmal so einen ellenlangen Dungeon. Haben wir genug von, finde ich. Das hat einfach nur Speed. Hier oben dieser. Stuhl? Stuhl. Ich hab verstanden, Spiel. Ich muss da rein. Irgendwie scary aus. Halt! Was ist das? Hey! Lol, der hat das Stromtod dabei. Das ist der stärkste Elektrozauber. 110 Punkte. Jeder Elektrozauber, den man machen kann. Jo, und er kann Hunger beschwören, genau. Okay, die haben richtig krasse Zauber dabei. Richtig krasse Zauber. Und die Kathedrale hier. Ihr seid keiner von uns. Ihr? Ihr gehört nicht hierher. Rasch, legt ein Gewand an. Bitte. Gut, gut, euer Gesicht ist mir bekannt. Eine solche... Ihr seid der Herzog, ja? Und Cheogorath hat... Ach komm. Ich hab keine Lust, dem Typen zu helfen. Ich metze mich hier durch. Wer ist da? Hallo, wer ist da? Muss der nicht sein. Dein Licht wird nicht mehr leuchten. Hey. Zu schade, dass die alles zu schwach sind. Und warum habe ich gerade nur die Zünase aufgenommen? Naja. Wer ist da? Guten. Ah, okay, das fürs Kuriositätenmuseum. Ist da eine Tür?
Auto da oben. Wie komme ich denn da hin? Nicht hier durch, ne? Ich werde euch in die Dunkelheit schleudern. Bilder hier. Na gut, nehmen wir an, aus hier. Und dann zum Messerspitz schon zurück und dann den Stab erschaffen. Und so langsam wird es ernst. Ja! War irgendwie cool, der hatte was hier. Hat mich gefallen. So, auf zum Messerspitz und. Gut. Mensch, der Hauptquest ist jetzt auch echt lang, also ich hatte den eigentlich irgendwie. Weiß nicht, ich hatte den kürzer in Erinnerung. Aber gut, so kann man sich irren. Ich hätte nicht gedacht, dass der viel, viel kürzer ist. Der ist echt lang, also der ist jetzt schon, ich weiß nicht, länger als die Oblivion Hauptquest, garantiert. Also Oblivion, da waren ja auch viele freiwillige Sachen dabei, die wir hätten zum Beispiel nicht machen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben, das mit den Wachen besorgen. Haben wir das gemacht? Ich glaube nämlich nicht, ne? Haben wir nicht in jeder Stadt gemacht, glaube ich nicht. Der hier ist schon echt lang. Ihr habt die Gegenstände. Entgegen allen Voraussagen, wieder einmal widersetzt ihr euch dem für euch festgelegten Pfad. Was jedoch als nächstes kommt, ist noch unklar. Wenn ihr euch dem stellen wollt, was kommen wird, werde ich den Stab für euch erschaffen. Ihr besitzt das Auge und den Zweig. Zusammen werden diese die physische Gestalt von Sheogorats Stab bilden. Nachdem ich sie zum Stab geformt habe, müsst ihr ihn ins Machtzentrum der Shivering Isles bringen, Sheogorats Palast. Legt dort den Stab in den Born des Wahnsinns. Ist der Stab einmal von dessen Kraft durchtränkt, wird er euch seine volle Macht enthüllen.
Ihr habt dem Vorausgesagten getrotzt und etwas vollbracht, was jeder Logik widerspricht. Ich muss über den Fehler in meinen Berechnungen nachdenken. Jetzt nehmt euren Schatz und verlasst mich. Hammergeil. Cool. Kann der was, der Stark, der Unvollendete? Okay, bisher kann er nicht. Gut, dann... Mal gucken, dass wir uns nicht zu viel über das Palast begeben. Aber dort werden wir dann cutten. Schließlich wollte ich, will ich euch ja nicht alles spoilern. In einem Part. Ah, ihr seid... Ihr macht euch euren Spaß mit mir. Sehr gut. Mein Fürst hat natürlich den Born bemerkt, als ihr im Palast eintraft. Der Born des Wahnsinns, mitten im Thronsaal. Der Born, der unerklärlicherweise mit Kristallen bedeckt ist. Ordnung. Die Verunreinigung tauchte erst vor kurzer Zeit auf, doch sie hat sich rasch verbreitet. Ja, seine Agenten müssen einen... Sobald der Wahnsinnsquell zum Born der Ordnung wird... Das ist wahr. Mich überrascht nur wenig, doch tatsächlich muss es eben dieser eurer Erfolg gewesen sein. Irgendwie haben die Streitkräfte... Ich habe die Verräterin Syl im Verdacht... Sei dies, wie es ist. Ihr müsst unterhalb des Baumes in die Quelle ein... Könnten wir uns öfter sprechen? Okay, ist also relativ einfach, was wir jetzt machen müssen. Wir werden beim nächsten Mal hier hineinsteigen, die Quelle heilen und dort dann unseren Stab vervollständigen. Und wenn wir unseren Stab vervollständigt haben, dann wird sich hier das letzte Podest... Nee. Lol, wir haben noch zwei Podeste. Okay, dann ist vielleicht noch eins für den Kampf mit Jigalak übrig. Zwei Podeste haben wir noch, bedeutet zwei Quests. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir hier rein. Ich hoffe, es hat euch soweit so gut gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!